Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019 auf der XL-Farm in Estancia La Pacho. So, wir sind gerade dabei hier mit dem Düngestreuer. Noch Feld 7 zu düngen. Dann hat man ja angekündigt, dass der Landschaftsgärtner kommt. Und er hat wirklich für heute zugesagt. Also wirklich, der hat sich Zeit genommen, jetzt nach den Feiertagen vor allem. Hat er gesagt, okay, jetzt muss er mal Attacke machen. Also der kommt heute auf jeden Fall auch. Und zwar dieses Mal endgültig. Und wenn der heute nicht kommt, dann kündige ich ihm. Dann brauche ich nie wiederkommen. Aber wir gehen jetzt erstmal kurz Feld 7 düngen. So, Freunde der Nacht. Unser Helfer ist fertig. Nee, Quatsch. Wir haben gar keinen Helfer gehabt. Ich war selber. Ich bin selber gefahren. Wirklich. Das ist fertig. Dann können wir jetzt uns mit dem Landschaftsgärtner gleich treffen. Jetzt mal das Zeug aufräumen und dann geht's auch schon los. So, was wir nämlich noch brauchen. Sollen wir noch einen Weg anlegen? Ne, also wir müssen die Wege schon ein bisschen deutlicher machen. Das muss einfach. Hier müssen wir auch mal gucken. Oh, yeah. Dass es ein bisschen schöner ist. Die Wege hier, der muss ein bisschen ticker breiter sein. Hier und da muss zumindest ein bisschen breiter sein. So, wer sich übrigens fragt, wieso wir so viel Geld haben. Ich habe noch einen kleinen Kredit aufgenommen. Dass es allerdings so viel ist oder wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. weil das ist schon übelst viel Kredit, was wir gekriegt haben. Aber wir haben ja halt auch ordentlich Kapital. Oder zumindest Sachen, die wir verpfänden könnten. Ich glaube, ich lasse den einfach mal so schräg stehen, ja. So passt ja auch. So, warte, lass mich. Stimmt, ich muss hier noch ein bisschen sauber machen. Das muss ich unbedingt. Sauber ist, können wir uns um den Rest kümmern. Habe ich jetzt wirklich daneben geleert? Verarsch mich nicht.
Warum geht es hier nicht rein? Hab ich jetzt wieder daneben geschüttet, ey. Tick ich aber langsam aus. Ja, 79 Weizen bleiben übrig. Gehen die nicht mehr rein? Hier ist voll. Okay. Lasse ich das mal hier. Weil es ist nicht so praktisch, aber ich lasse es mal hier. Wir fahren mal kurz hoch. Zu den Schafen. Da müssen wir vielleicht auch mal gucken, ob da schon Wolle da ist. Weil eigentlich haben wir da schon ordentlich was zu produzieren hingegeben. Ups. Hey. Oh. Na, zwei Paletten. Beziehungsweise die zweite erstmal angefangen. So viel ist es nicht. Mal, dass ich hier alles ausladen kann. Jo, supi. So. Also dann zum Landschaftsgärtner. Beziehungsweise natürlich landläufig genannt Landschaftsbau. Also brauchen wir die Seitenansicht hier. So, planieren heißt, angleichen heißt, er macht das. Planieren heißt, er macht, geht auf die Höhe. Ich werde hier, glaube ich, so einen kleinen Ding rein. Kann ich ihn drehen? Das war, glaube ich, das Problem, ja. Ich habe die Tasten alle umbelegt, von dem her haben wir hier immer ein Problem. Aber wir können hier einfach eine neue Textur draufpacken, das ist ja nicht so wild. Ja, soll man hier überhaupt noch einen Weg lassen? Ich finde, hier brauchen wir eigentlich keinen Weg. Ist, geht das nicht oder was? Sieht so aus. Ich glaube, wir können hier eine perfekte Ausfahrt machen.
Weshalb ich das Ganze mache, ist natürlich relativ simpel. Ich möchte hier natürlich auch noch diverse andere Tiere ansiedeln. Das heißt Kühe, Schweine, Pferde. Und deshalb brauche ich hier natürlich irgendwo noch eine Stelle, wo ich die dann auch hinmachen kann. So, angleichen ist diese Taste. Und ein bisschen die Schärfe raus. Das müssen wir hier sowieso noch machen. Würde ich gerne von hier aus die Höhe nehmen. Ja, wieso geht das jetzt wieder nicht? Lass mal gucken. Die Höhe, wenn ich die nehme. Ich will die Höhe haben. Warum geht denn das nicht? Aber das hier geht, oder wie? Ja. Das verstehe einer. Ich möchte hier nur ein bisschen die Kante rausnehmen. Seht ihr, wie sich das verändert? So eine leichte Auffahrt, kommen wir dann nämlich auch noch hoch zum Gras. So. Brauchen wir natürlich noch Textur. Das sind wir eigentlich mit der Wiese, mit dem Bodentyp eigentlich genau richtig. Nur ein bisschen kleiner, bitte. So, und ich hatte gesagt, ich würde den Weg gerne ein bisschen breiter haben. Hier muss einiges weg. So, ich werde hier jetzt mal kurz ein bisschen weitermachen. Wir sehen uns gleich nochmal. I'm still on the deck. It's the only thing.
So, Freunde, ihr habt alles gesehen, was ich umgebaut habe. Ihr habt auch schon gesehen, was ich mir gerade noch angeschaut habe. Ich habe mal wieder einen hässlichen Buckel drin. Ich habe mir gerade den Pferdestall bzw. den angleichen. Den Pferdestall bzw. den großen Kuhhof angeschaut. Achso, scheiße. Oh, Glück gehabt. Hey, geht das jetzt nach unten oder nicht? Da passiert gar nichts. Hä? Absenken rechts, nicht mal absenken funktioniert. Ah, jetzt. Ja. Das ist halt manchmal ein bisschen zu krass. Nein. Okay. Egal, wir sind fertig hier. Der Landschaftsgärtner hat gute Arbeit geleistet. Warum schreiten die Lok so? Wir haben hier alles erledigt, wir haben da hinten den Durchbruch am Weg gemacht, wir haben hier jetzt mehr Rangierfläche, um die Ecken zu kommen. Die Wege sind auch ein bisschen breiter. Bei den Stellen, bei der Scheune hinten haben wir die Textur am Boden angeglichen. Können wir uns gerade noch anschauen. Hier vorne auf den Plätzen haben wir das Gras entfernt. So sieht es schon viel besser aus. Ja, hier keine Textur mehr, hier kein Beton mehr außenrum, sondern alles schön mit Gras und diesem roten Sand. Dass es jetzt hier noch ein bisschen rauskommt, finde ich nicht so schlimm, weil eigentlich müsste hier auch noch ein Weg hin. Und hier, das ist auch okay, ja, kann mal passieren. So, den Häcksler haben wir stehen. Ich denke, in der nächsten Folge könnten wir damit... Nee, noch lange nicht loslegen. Gedüngt ist alles. Ja, mit dem Häcksler müssen wir noch ein bisschen warten. Raps und Soja. So, aber das war's von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao.